Hallo. Hallo, Marvin Freise hier von der WWF. Sprechen Ja? mit Herrn Badgadi. Ja, wer ist da? Herr Badgadi, grüße Sie. Marvin Freise hier von der WWF. Ja? World Wildlife Fund. Okay. Herr Badgadi, wir hatten schon vor längerem mal das Vergnügen, glaube ich, oder? Kann das sein? Nein? Nein? Okay. Weil Sie. Hallo? Ja, Herr Badgadi? Ja? Sie hatten doch da die E-Mail bestätigt, ne? Am 26.04., oder? Haben Sie die E-Mail bekommen, ne? Was für E-Mail? Für WWF. Was Sie haben doch beim ist? Gewinnspiel da irgendwie mitgemacht und da gab es doch die E-Mail von WWF, ne? Was soll man da machen? Oh, da bin ich ein Gewinner. Herr Badgadi ist richtig, ne? Ja, Bagdadi, aber Ja. viele Leute auch Bagdadi, Bagdadi sagen, das ist in Ordnung. Okay, aber hießen Sie nicht früher auch mal Lennart Genom und so ähnlich? Wie bitte? Hießen Sie nicht auch mal anders? Ich habe das, meine Frau hat meinen Namen, aber ich immer selber Namen. Ah, okay, ne, weil ich kenne Sie auch unter einem anderen Namen. Ja, Lennart Genom müsste Ihnen doch auch bekannt. Ah, Maulwurf, sind Sie nicht auch Herr Maulwurf? und das ist Lennart, ich kenne keine Lennart, das Ach, ist. Herr Maulwurf, freut mich, mit Ihnen zu sprechen. Es ist so schön, Sie wieder am Telefon zu haben. Ich Es ist schon glaube. so lange her, echt so ein paar Monate. Nee, aber du hast noch nicht mit Maulwurf gesprochen, da würde ich mich Da habe erinnern. ich, damit hast du mit dem Du hast dich gerade geflaxt. Bei Herrlich, welchen, herrlich. mit welches, mit welcher Firma hast du bei Maulwurf angerufen? Weil WWF hat bisher nur einmal bei Dimitri angerufen. Ah, okay. Das ist so herrlich. Aber du kannst mich nicht, Das Ding ist, was weißt ich nicht du? verstehe, ist, warum hat man tagsüber nichts anderes zu tun, als andere Menschen vom Arbeiten abzuhalten? Warum hat man tagsüber nichts anderes zu tun, als Menschen illegalerweise anzurufen? Das ist hier nicht der Fall. Das geht alles mit rechten Dingen zu. Ich verstehe auch nicht, wie Sie auf so eine Behauptung immer kommen. Ja, das ist doch einfach so. Du machst bei irgendeiner Umfrage mit und dann 1000 Firmen anrufen, weil die denken, das ist Werbeeinverständnisgeklärung. Ja, man müsste sich doch mal, wenn man bei irgendwelchen, also ich sag mal, es ist schon mal dahingestellt, wer im Internet bei solchen Sachen überhaupt mitmacht. Ja, das Das sind kannst schon du. gewisse Gruppen, die, ich sag mal, was den IQ angeht, sowieso nicht ganz so weit oben eingeordnet sind. So. Sehr gute Und wenn man Aussage. dann in den AGBs nicht nachliest, was da los ist, ich meine, das ist doch in Deutschland, wir leben in Deutschland, alles ist auf Deutsch, kann man doch alles lesen. Ja, das meiste Callcenter aus Bulgarien anrufen. Okay, das weiß ich nicht. Wollen Ja, wir denn aber. nicht mal umswitchen zu Deutsch? Weil das ist ja nicht Ihr echter Akzent. Na, du kannst doch mit Dimitri sprechen. Mit Dimitri, okay. Oder möchtest du mit Herrn Sieghardt sprechen? Deutscher wird der Akzent nicht mehr. Oh Mann, hätte ich nicht jetzt wirklich was zu tun, würde ich noch weiter mit Ihnen schnacken, so, aber Vielleicht, das ist jedes Mal herrlich, du kannst herrlich. ja eine Session bei mir buchen und dann können wir uns so lange unterhalten, wie du möchtest. Ja, ganz kurze Frage. Es gibt ja auf YouTube diesen, der sich immer als Lennart Genom vorstellt. Das sind Sie aber nicht, oder? Nein, das ist ein völlig anderer Kanal. Das ist ein anderes Projekt, von dem Ah, ich ist ein aber auch anderes sehr Projekt. viel halte. Den gibt es ein Okay. bisschen länger als die Telefonziege. Okay, ja, eine Sekunde mal eben. Sicherlich. Der Führer? Hallo? Wer ist da? Der Führer. Ja, mein Führer, was ist Ihr Befehl? Was der Befehl ist? Ja. Ist live gerade oder noch nicht? Sag mal. Du bist die ganze Zeit schon live. Was möchtest du sagen, mein Führer? Das ist mein Nigger. Das ist mein Was Nigger. geht ab, Digga? Willst du Englisch reden oder tust du auch nur so, als ob du das kannst? Marok, ich bin Kenneck, Bruder, ich kann kein Englisch. Oh, Madajaka. Musst du dir mal ordentliche Arbeit suchen? Na, bei der Galadonat. Korrekt. Und wie viel Leute seid ihr bei Callcenter? Weil der Kollege vorhin sagt, dass das IQ von des Leute, das bei Gewinnspielen mitmachen, nicht zu hoch. Aber wenn ich euch reden höre, ist das bei euch auch nicht der Fall. Magst callen? Ja, kann ich mal mit des Kollege reden, der bei Hintergrund singen? Was? Und kannst du mir Kollege geben, wo bei Hintergrund singen? Das ist indische Volksmusik. Ja, musst du mit mir singen? Kennst du MC Punjabi? Nein, kenne ich nicht. Kennst du? Kennst du Nee, persönlich? kennst du nicht dieses Ninge, 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 Ja, Mimi, hat aber die persönlich Gelega, die Galea. Das kennst du doch. Oh mein Gott, sehr gut, sehr gut. Wirst du großer Star werden? Kannst du bei Bollywood mitmachen, als Ziege? Als Ziege? Du bist doch bei Bollywood dieser Teppich, wo ich drauf trete. Nee, ich bin das Regisseur bei Du Bollywood. bist dieser Trapper, wo ich meinen drauf trete. Ja, wo ist der Panzer? Was das? Wo ist der Panzer? Kannst du bitte das Telefon aus dem Mund nehmen? Karen.
Kann ich noch mit drei anderen Kollegen sprechen? Muss welche kommen? Willst du denn? Kannst du mir eine Frau geben? Gib mir eine Frau. Welche Kollegen willst du denn haben? Gib mir eine Frau. Irgendeine Frau. Eine schöne Frau. Ich guck mal. Kannst du eine schöne Frau finden oder ist es schwierig bei Callcenter? Wer macht da Beatbox? Das kannst du nicht gut. Ist auf dem Weg. Das ist auf dem Weg. Warte kurz. Ja, ist die schwer? Hallo? Das muss die lange laufen. Hallo. Hallo. Das wollte ich auch gerade sagen, Bliad. Ich bin Dimitri Suka. Dimitri Suka? Du bist der Suka. Sehr gut, hast du schön gesagt. Hast du auch russische Freunde? Hast du auch russische Freunde, die dich immer schlagen? Lass mal auf Deutsch, weißt du, das Publikum kann kein Russisch. Ich weiß. Gib mir Geld, Bliad. Du hast zu viel bei Callcenter. Da, Bliad, da. Hallo, hast du gerade meinen Freund beleidigt? Hallo, hast du meinen Freund beleidigt? Daminia Wodka. Mensch, Gary. Wo ist das Frau? Gib mir das Frau, hallo. Was muss man bei euch? Wo ist der von Anfang? Osa. Kann ich wieder. Hallo, kann ich wieder mit dem von Anfang reden? Der konnte sprechen wie Mensch. Der konnte sprechen wie Mensch? Ja. Wir nicht, oder was? Nee. Aber nicht bekannt wie ein Mensch. Nee, oder? Du klingst also wie so. Ja, jetzt es kann Albanisch sprechen. Sehr gut, sehr gut. Bist du kulturelle große Steigerung? Bohrmaschine. Bohrmaschine? Soll ich dir meine Bohrmaschine zeigen? Kannst du bei Webcam kommen? Zeige ich dir meine Bohrmaschine. Oh, das wird, der WWF wird sehr viele Kunden verlieren, wenn wir bei Internet zeigen, was da für Leute arbeiten. Sehr gut. Ja, kein Problem. Ja, sehr gut. Ist dir egal, was mit WWF passiert? Definitiv. Sehr gut, sehr gut. Ihr werdet morgen alle Arbeit verlieren. Finde ich in Ordnung. Oh nein, wie schade. Ja, da musst du... Hey, was bist du für ein Land, Mann? Ich bin Inder. Inder? Inder. Inder bist du. Ja, ich bin Inder. Mach mal noch einmal den Führer. Warum sollte ich das tun? wie ist dein Name? Mein Name ist Ralf Sikard. Warum liegst du? Hier steht Rakesh Badgagi. Das heißt Bagdadi. Oder Bagdadi. Ja, kennst du den Namen Bagdadi überhaupt? Bagdadi? Ja, kennst du das Namen? Kennst du Abu Bakr al-Baghdadi? Oh, einer, der das mal kennt. Du bist ein großes Vorbild, so wie du sprichst. Nein, kennst du Abu Bakr al-Baghdadi? Ist das dein Vorbild? Oh, die haben aufgelegt. Ja, da sieht man mal, was für Leute das sind. Rufe an, wolle Projekt für Tierschutz machen. Und dann sieht man, was das für widerliche Kreaturen. Sehr gut.